Wer steht denn noch vor der Tür? Weil ich, zu einer richtigen Weihnachtsfeier gehört natürlich auch eine Charity. Aha. Ja, das müssen wir natürlich irgendwas tun, ne, für all die Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, gell? Majestät, meinen die Armen, Schwachen und Obdachlosen? Seifenstein. Außerhalb der Gesellschaft, das sind wir natürlich, Seifenstein. Und Majestät, meinen? Natürlich. Die Operettendiva und Charity-Lady Birgit Zarata. Das ist einmal was Originelles. Schneekugel mit Pinguinen. Das haben wir noch gar nicht gehabt. Ich habe mir erlaubt, Eurer Majestät noch was mitzubringen. Schau. Dein Weihnachten ist etwas fürs kaiserliche Frühstückssemmel. Meistern. Darf ich? Ja. Da freuen wir uns aber, es ist eine Marmelade. Seifenstein, wir haben doch ein Geschenk für die Zarata, oder? Wir haben auch für Sie was vorbereitet. Wir haben da was ganz was Besonderes für Sie. Das haben wir extra für Sie ausgesucht. Wir haben gesagt, Seifenstein, das nehmen wir für jemanden ganz Besonderen. Ergebenen Dank, Meister. Sie ist ja ein ganz außergewöhnlicher Mensch, in vielerlei Hinsicht. Wir haben gehört, sie trägt auch einen Titel. Ja, Meister. Na, wie lautet der? Verraten Sie uns. Honorar-Vizekonsulin. Na schau. Jetzt könnte das Auditorium natürlich sagen. Das machen wir gleich noch einmal. Auf unser Zeichen. Sie hatte einen ganz besonderen Titel. Was ist sie denn? Was ist sie denn? Ist in der Marmelade Alkohol drin? Ja. Wie viel essen Sie da am Tag? Ja, es gibt's auch mit Alkohol, Majestät, und ich muss... Ja, das merkt man. Merkt man, ja. Aber ich lasse... Also, wir fragen Sie jetzt noch einmal. Konzentrieren Sie sich, ja? Ein letztes Mal. Wir fragen Sie, schreiben Sie ein Drehbuch, also, wir fragen Sie, wie lautet denn der Titel, den sie trägt? Und sie sagt daraufhin? Seifenstein, kann es sein, dass wir Tollwut haben? Oder Sie? Einer von uns zwei muss Tollwut haben. Sie muss sagen, dass sie Vize-Honorarkonsulin ist. Na, ist er. Sie trägt ja einen besonderen Titel. Verrat uns welchen. Honorar-Vizekonsulin, Majestät. Und jetzt hat Applaus gehört.
Und das sind ganz normale Untertanen, das Sie auch? Weil bei ihr sieht man das nicht, aber... Weißt du, vielleicht sollten wir etwas Punsch servieren. Ja, ja, trink mal was, ne? Ja. Man hält fürs Auditorium. Jetzt ungeschickt, Seifel, denn jetzt glauben die, die kriegen auch was zum Saufen. Den Köch nicht. Na, ihr zuerst. Nicht alle für Sie. Danke. Frau Vizekonsul? Von wo ist sie überhaupt, Vizekonsul? Von Senegal. Afrika, Westafrika. Das Gesicht heißt als was? Ja, das ist... Unter uns, wie wird denn sowas? Der Botschafter schlägt mich vor, hat mich vorgeschlagen. Ja. Und es ist also die Republik Senegal schlägt das vor dem Außenministerium. Man wird observiert, ob alles in Ordnung ist. Ja, und da glauben wir die Geschichte schon immer. Kürzt man das ab, wieso das Senegal? Ja, es hätte doch ein anderes Land sein können, aber mich hat halt Senegal gefragt. Miesingmauer, Mödling. Ja, auch nicht schlecht. Dornbirngrat. Ja, auch nicht. Ja. Organisieren Sie eine Staatsreise für uns? Ne? Na gut, ja. Gleich eine Jagd vorbereiten. Ne? Wir essen sehr gerne Wildbret. Gibt's dort Panda-Bären? Aber wir werden sicher welche importieren. Sie singt ja nicht mehr auf großen Bühnen, nicht mehr so oft, nicht mehr. Aber doch noch, nicht? Ab und zu, jetzt vorige Woche war ich in Graz, Stephaniesaal. Schau. Aber sehr selten, ich mache Management für eure Hauptstadt, Majestät. Wunderbar. Aber hin und wieder hat sie auch auf Kreuzfahrtschiffen, das stellen wir uns interessant, weil in der Welt haben wir dumm fahren und dann zwei, drei Tage singt man dann ein bisschen und dann... Einmal pro Reise 50 Minuten. Das ist genug? Ja, wenn man Stargast ist, Majestät. Ja, das ist sie natürlich. Ja. Wir haben sogar ein Videomaterial, ja, sie ist gefilmt worden, ja. Sie steht auf dem einen Ende des Schiffs und die Leute, also die sind halt so heiß gewesen oder was, warum die jetzt schwimmen gehen mitten in der Nacht, wissen wir jetzt nicht, ja. Was hat's denn da gesungen, dass die so begeistert war? Er hat ein knallrotes Mund. Ja, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie ist als Charity Lady bekannt. Sie ist eine wohltätige Frau. Sie stellt sich für die gute Sache immer in den Dienst. Und jetzt brauchen auch wir Ihre Dienste. Ja? Bitte, Majestät. Kommen Sie mal zu uns, da, ja. Damit alle Leute sehen, was für eine fesche Gretel sie ist. Ne? Ja. Ja. So? Sie ist anzogen wie ein Weihnachtsgeschenk. Nein, wir packen es nicht aus. Nein, nein. Seifenstein, was war die Idee da genau dahinter? Majestät, ich schlage folgendes Prozedere für unsere Charity vor. Frau Sarata gibt ein Lied zum Besten und während sie singt, hat das Publikum die Möglichkeit, uns zu spenden. Schau, machen wir es folgendermaßen. Sie singt so lange, bis wir, was weiß ich, 1 Million Euro beieinander haben. Ja? Ja? Und so lange singt sie weiter. Ne? Wir brauchen die Million, weil wir brauchen auch einmal eine Massage. Das kostet bei uns leider so viel. Wenn Sie wüssten, wie viele Leute beteiligt sind, würden Sie verstehen, warum das so teuer ist. Nicht? Also Seifenstein, dann fangen wir an. Mhm. Wir zählen Sie ein, ne? Und was soll ich denn singen? Wurscht! Ja, also wir zählen Sie jetzt ein, ja, was, und dann ja, geht's los. Singen. Eins, zwei, drei. What? Was ist nachher das, Seifenstein? Hallo?